Hänsel und Gretel. Aha. Timmy, willst du Knopf drücken? Knusper, Knusper, Kneischen. Wer knuspert in meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Was ist da? Das ist eine Messe. Nicht der Wind, der sich da an dem christlichen Lebkuchendach zu schaffen machte. Und es war auch nicht das himmlische Kind, das sich herrliches Zuckerzeug vom Fensterladen abbrach. Hänsel und Gretel waren es, die nach 3 Tagen des Umherirrens im tiefen Wald müde und voll Hunger an dieses Haus. So sagst du das, Jan. Bisschen gefährliche Schicht. Sie tat freundlich auf die Tür und sagte, ihr lieben Kinder, wie kommt ihr denn hier? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es soll euch an nichts fehlen. Tim? Timmy? Tim, komm! Eine Klingel, oder? Oh, ja. Das ist doch kein Wolf. Ich muss sterben. Es war einmal ein Mann, der hatte viele Söhne und leider noch zwei Töchter. Als seine Frau endlich ein Mädchen zur Welt brachte, war die Freude groß. Doch das Kind war so schwach, dass der Vater einen der Knaben zur Schule schickte. Der liebe Töchterchen, das bald zu Kräften kam und immer kleiner wurde, musste lange Zeit mit Töchterchen Töchter gehabt haben. Bis es eines Tages die Leute in der Töchterchen. Ja. Ein großer Haus. Oh. Lass die Kasse gerade vor. Ein großer Burg. Tim, nein, das ist nicht du. Das ist keine Katze, das ist ein Kater. Aber es ist auch kein gewöhnlicher Kater, es ist der gestiefelte Kater. Der Müllers Sohn, der ihn erbte, war gar nicht so ganz glücklich beim Franz. Als der Kater aber Stiefel beim Schuster angemessen haben wollte, ahnte der Müllersohn, dass es ein besonderer Kater sein muss. Nun lebten Könige damals ausschließlich vom Essen und Rebhühne waren rar im Reich. Als der Kater seine Stiefel hatte, fing er im Wald fette Rebhühne und brachte sie zum König. Dem lief das Wasser im Mund zusammen, als er die Beute sah, und ließ dem Kater dafür den Sack voller Gold füllen. Tim, dobro Timi. Timi, ali dobro to? Ićemo na cug, ićemo na vlak. Ja, čekaj malo. Tata, li ide to? Okay.
Roda, Roda. Mhm. Je, manja verzija je Efteling. Samo ima ono kućeljine napravljeno. Da. A dobro, ajde. Ne može biti svud isto. Brajte budu. Ja, ne učitaš ti to. Ajde Timi, hodaj. Što, ne znam, zašto ne možeš? Opa. Ma nemoj me zezat. Jesi se već umorio? Tata, pauza, Tima, boli trbuh, jesi gladan, žedan. Ha? A sine? Ajoj.